Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Teil von Zauberdivas. Das ist heute der 11. Teil und heute lernen wir, wie man Guacamole macht. Nicht der 13. Das ist der 11. Teil. Und zwar da haben wir schon ein paar Eidotter vom vorher bereits gekochten Eiern. Und hier machen wir Guacamole. Im Endeffekt eine Sauce mit einem Avocado, so auf der Art. Fühlen wir uns eh keiner. Ich habe sowas noch nie gemacht. Das ist jetzt heute mein erster Versuch. Sehr schön. Das ist aufgegangen wie eine Butter. Das ist der Kern der Fette. Kann der Analplug sein. So, auf jeden Fall gehen wir her. Ausschnitt schneiden wir halt weg. Weil ich denke mir, wie ist es so Kernepper. So, der Ausschnitt ist weg. Und hier gehen wir her und schneiden das schön fein durch. Das heißt, wir gehen her, dann so in der Mitte durchschneiden. Dann so nochmal. Dann einmal so. Und so. Machen wir also schöne Viertel draus. Schöne Viertel. Dann gehen wir her und tun uns ein bisschen achteln oder so auf der Art. Schneiden wir es halt nur klein. Das ist wurscht, wie klein wir es schneiden, weil das ist ein Schein über der Avocado. Die hat so eine Konsistenz wie eine Butter im Endeffekt. Sonst schön durchschneiden. Hier dort gehen wir her und hauen die Guacamole, also hauen die Avocado zum Ei dazu. Dann gehen wir her, ein bisschen Salz dazu. Ein bisschen Salz, da haben wir ein bisschen eine Petersilie, ein Petersil. Und wenn wir jetzt nicht gescheit schneiden, weil es eh wurscht, wie groß alles ist, haben wir da eine. Und dann brauchen wir noch ganz wichtig, Pfeffer habe ich heute keinen da, leider. Aber das ist wurscht. Brauchen wir eine Zitrone, Zitronensaft, um genau zu sein. Das heißt, wir quetschen das jetzt aus ein bisschen. Ich glaube, eine halbe Zitrone sollte reichen. Auf jeden Fall. Normalerweise mache ich es so. Grüß Gott. Mache ich es so, dass die Kerne nicht reinfliegen. Auf jeden Fall. Das ist eine. Nehmen wir eine ganze Zitrone. Machen wir den Saft. Der Saft gemacht. Schön auspressen, dass der Kühlung wirklich reingeht. Sehr schön. So, was passiert dann? Jetzt gehen wir her. Jetzt brauche ich die Gabel. Jetzt brauche ich die. Gib her. Das tut mir leid, so lädt es mir wirklich durch, aber jetzt brauche ich es für die Guacamole. Okay, dann gehst du her. Das ist zusammenstampfen. Fuck. Eine damit wieder. Gehst her. Das ist schön zusammenstampfen. Mit dem Eidotter vermischen. Und dann sollte das schön geschmackig werden. Wenn es so wird, wie man das vorstellt. Was leider nicht so ganz einfach ist, wie man das erhofft hätte. Aber ist ja wurscht. Das werden wir schon herausfinden, wie man gescheite Guacamole macht. Auf jeden Fall. Das ist einmal der Anfang vom Ende. Vielleicht ist ein bisschen zu viel Eidotter drin. Ein bisschen zu wenig Avocado vielleicht. Das ist wurscht. Ich bin jetzt her. Das ist jetzt notdürftig irgendwie vermischen, irgendwie halt. Guacamole hat die grüne Farbe übrigens von der Avocado. Ich glaube ein bisschen zu wenig Saft. Ein Löffel braucht dann später. Steven, dann, ich mache nämlich teuflische Eier auch noch. Ja. Seht ihr, zum Dosieren halt. So. Das heißt, gehen jetzt her. Ich habe noch nie im Leben Guacamole gemacht. Ich glaube, das sieht man. Auf jeden Fall, so stelle ich mir das vor. Die Scheiße, dass ich einen Eidotter bin, oder? Ich hätte es glaubt, dass du das kaum mehr willst. Auf jeden Fall wird schön fein säuberlich zerstampft und vermischt. Da lernt ihr mal was auf Koch in der Bundeslehranstalt. Da lernt ihr mal was. Ich soll dir einen kleinen Tipp geben. Ja, bitte. Das ist der Avocado von einer schönen Messe. Ich hab's euch fast gedacht, aber ist ja wurscht. Schaut gut aus. Danke, danke. Das sieht super aus, schaut. Ein bisschen verrieren müssen wir es halt noch. Schmeckt auch gar nicht so schlecht eigentlich. Eigentlich hätte ein Zug auch noch eine wollen, aber ist ja wurscht. Das ist mein Zug draußen. So schmeckt es nämlich gar nicht so schlecht. Kost einmal. Was sagst du? Ist genießbar.
Zitrone schmeckt noch stark aus. Ja, passt eh das. Ich greife ja gar zu dringend. ein bisschen säuerlich soll es sein, in meinen Augen. Also, ich mag das säuerliche. Basic Guacamole! So. Ist ja wurscht. So, auf jeden Fall. Guacamole ist jetzt so ziemlich fertig. Jetzt hier gehen wir weiter. Jetzt ist die Guacamole fertig. Da schau her. Ich mach's noch ein paar Fotos. Und dann kann.